handgemeißelt auf der einen Seite. Zerstört auf der anderen. Definitiv ein Teil von etwas Größerem. Es kommt mir fast bekannt vor, aber ich frage mich... Ich hatte gehofft, Abigail wäre bei dir. Sie ist unterwegs. Hallo, Tante. Oh, es ist so lange her. Lass dich ansehen. Immer noch die kurzen Haare. Tante, wir haben was auf Omas Karte gefunden. Deine Frisur könnte übrigens auch besser sein, wenn ich mir das so ansehe. Ihr seht aus wie Jungs auf der Jagd nach... Tante, bitte. Warum wollte Oma, dass ich die Karte kriege? Ich hab's verdient. Erinnerst du dich an die Geschichten deiner Oma, als du noch ein Kind warst? Über einen geheimen, magischen Ort, den deine Vorfahren gebaut haben. Ja, aber ich wurde groß und sie alt. Und es ist nichts Magisches passiert. Aber sie hat ihr Versprechen nicht vergessen. Du hältst es in der Hand. Warum jetzt? Ich bin nur die Wächterin der Karte. Ihren Zweck zu entdecken, ist deine Aufgabe. Abby. Ich bin sicher, was auch auf der Karte ist. Es führt zu dem versteckten Ort und deinen Antworten. Hoffentlich. Na gut, sehen wir es uns an. Wenn wir eins der Fragmente auf die Karte legen, wo wir es gefunden haben, so... Das ist das Chakana, das Inka-Kreuz. Es steht für die drei Ebenen der Existenz. Die obere Welt... Die Mittelwelt, das ist unsere, und die Unterwelt. Es steht auch für alles, was uns menschlich macht. Die Fähigkeit zu lieben, zu handeln, Weisheit zu erlangen. Aber wenn ich mich recht erinnere, repräsentiert das Zentrum des Chakana Cusco, die Hauptstadt des Inka-Reichs. Im Kontext der Karte sind wir davon hunderte von Meilen entfernt. Es gibt viele Interpretationen des Chakana. Cusco, ein Portal von einer Welt in die nächste. Man nennt es auch das Auge Gottes. Ein Wächter, der uns alle schützt. Und wonach suchen wir dann? Das muss doch irgendwo hinführen, oder? Sehen wir es uns näher an. Da muss etwas sein, das wir übersehen. Irgendwas. Da. Ich dachte zuerst, es sei ein kleiner Fleck, aber in diesem Licht, es sieht aus wie eine Maya-Hieroglyphe. Maya? Das ergibt keinen Sinn. Wir sind Inkas. Was bedeutet sie? Pa'il. Das bedeutet Wahrheit. Wahrheit? Worüber? Ich weiß es nicht. Sagt dir dieser Ort auf der Karte irgendwas? Oma und ich saßen dort, wenn sie mir Geschichten über den versteckten Ort erzählte. Vielleicht findest du dort deine Antworten. Bist du bereit? Behalte die Karte. Wir treffen uns dort. Die Teile kommen mir bekannt vor, aber erkennen werde ich erst etwas, wenn ich alle zusammensetze. Das ist das Chakana, das Inka-Kreuz. Es gibt viele Interpretationen, was es bedeutet, die sogar bei den Inkas selbst umstritten sind. Aber es bleibt in jedem Fall ein äußerst wichtiges Symbol.
Da. Ich dachte zuerst, das sei ein kleiner Fleck. Aber in diesem Licht, es sieht aus wie eine Maya-Hieroglyphe. Sie bedeutet Wahrheit. Abby, bleib am Funkgerät. Ich melde mich, wenn ich was finde. Klingt gut. Sei vorsichtig da drin. Verlass dich drauf. Das ist definitiv Maya-Architektur. Merkwürdig. Warum wollte meine Oma, dass ich von diesem Ort erfahre? Sinn. Was siehst du? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es ist eine riesige Schmiede. Aber in der Größe? Was schmiedet man, wenn man dafür eine derartige Hitze braucht? Tut mir leid, dass ich dir keine große Hilfe sein kann.
Überhaupt keinen Sinn. Was siehst du? Wenn ich raten müsste, würde ich sagen, es ist eine riesige Schmiede. Aber in der Größe. Was schmiedet man, wenn man dafür eine derartige Hitze braucht? Dass ich dir keine große Hilfe sein kann. Das Gas ist an. Eine schwere Kletterpartie. Hier stehen Statuen. Große Gesichter. In einem Kreis um die zentrale Säule arrangiert. Sie scheinen sie zu bewachen. Aber worüber wachen sie da? Du siehst Dinge, die ich nicht sehe. Ich wünschte fast, ich wäre mitgekommen.
Gemäß seismischer Untersuchungen vom 5. Hier stehen Statuen, große Gesichter, in einem Kreis um die zentrale Säule arrangiert. Sie scheinen sie zu bewachen. Aber worüber wachen sie da? Du siehst Dinge, die ich nicht sehe. Ich wünschte fast, ich wäre mitgekommen.
Das Gas ist an.
Liebe Abigail. Abby, ich habe hier das Tagebuch deiner Großmutter. Es ist an dich gerichtet. Du solltest es selbst lesen. Es ist aber ziemlich heftig. Du kannst mich nicht so hängen lassen. Weiter, was steht drin? Die Kurzversion? Du bist eine Nachfahrin der Mai das Gast an. Was? Königin Abarani? Oma ist mit einer Maya-Königin verwandt? Moment, ich bin mit einer Maya-Königin verwandt? Ja, du bist eine Wächterin, sagt zumindest deine Großmutter. Steht alles hier. Was bedeutet das? Ich bin nicht mal eine Maya. Dieser Tag wird mir echt zu viel. Pilar hat einiges zu erklären. Ein Sarkophag. Er ist wunderschön. Eindeutig königlich. Ein Sarkophag? Wie ein Sarg? Genau wie ein Sarg. Ich dachte, es wäre eine Schmiede. Wer auch immer hier begraben liegt, stand eng mit diesem Ort und seinem Zweck in Verbindung. Hast du den versteckten Ort gefunden? Es war eine Schmiede, aber es war auch noch mehr. Ja, es ist die Ruhestätte der Maya-Königin Abarani, der ersten Wächterin von Kuvakyaku. Sie baute die Schmiede als Artefakt mit großer Macht. Welches Artefakt? Ich weiß es nicht. Mariana sagte, was dort geboren wurde, wäre längst verloren. Aber die Nachricht darin würde ewig weiter existieren. Es war eine Nachricht der Hoffnung für die Zukunft. Wenn du das alles wusstest, warum hast du nichts gesagt? Tut mir leid. Ich habe es Mariana versprochen. Und? Soll ich jetzt plötzlich akzeptieren, dass ich eine Maya bin? Abaranis Blutlinie wurde über die Jahrhunderte verwässert, aber du bist ihre Nachfahrin. Und was bedeutet das? Du bist eine Wächterin, Abigail. Wie Mariana und ihre Mutter vor ihr, bis zurück in die Zeit von Abarani. Ich kann keine Wächterin sein. Ich habe hier Verpflichtungen. Du beschützt dieses Dorf seit Jahren. Hast du das nie irgendwie gewusst? Es irgendwie gespürt? Jetzt bist du die Bewahrerin der Geschichte. Was hat Oma immer gesagt? Dass sie seine Geschichte bewahren muss. Sicher bewahren. Sie sagte, sie würde mir eines Tages zeigen, wo es ist. Und dann würde ich seine Bewahrerin werden. Sie hat ihr Versprechen nicht vergessen. Sie hatte nur einen anderen Weg, es dir zu zeigen. Das sieht ihr ähnlich, nicht wahr? Sie konnte es mir nicht sagen. Sie musste eine Schatzsuche daraus machen. Ich habe deine Großmutter geliebt wie meine eigene Schwester. Aber manchmal war sie eine große Nervensäge. Abby, ich glaube, ich lasse euch beide jetzt alleine weiterreden. Klingt, als hättet ihr einiges nachzuholen. Danke, Lara. Hier, ich möchte, dass du das nimmst, für deine Hilfe. Und bevor du irgendwas sagst, es ist ein Brauch. Du kannst nicht ablehnen. Danke.
nivel de mercurio fue un poco menor que la vez pasada. Es una buena noticia.